Alter, wie man das ganze Zimmer sieht von hier, Mann. Boah, wie soll ich mir denn 30 Fakten über mich ausdenken? Ja, und damit herzlich willkommen zum 30 Facts About Me Video. Ich habe mir jetzt 30 Fakten ausgedacht, ich wollte erst 50 machen, aber dann ist mir aufgefallen, dass dir nichts mehr einfällt. Deswegen heute nur 30 Fakten und ich hoffe, ihr lernt ein bisschen mehr über mich und ich würde sagen, wir starten schon direkt. Aktuell bin ich 15 Jahre alt. Am 24.12. werde ich allerdings 16. Das heißt, dass ich bin ein Weihnachtskind, ein Christkind. Ich bin am selben Tag geboren wie Jesus. Zufall. Ich bin momentan Schüler der 10. Klasse am Gymnasium und mein Ziel ist es, das Abitur zu schaffen. Ich denke mal, das kriege ich hin bestimmt. Also, kriege ich das hin? Ja, bestimmt. Auf jeden Fall, mein Ziel ist es, das Abitur abzuschließen und dann irgendwo studieren zu gehen. Ich mache seit dem 22. Oktober 2012 YouTube und das ist schon richtig lange. Das sind fast 3 Jahre und 3 Jahre ist, Alter, wie lange das einfach ist. Vor allem, Zusatzfakt so, davor habe ich ja auch schon ein bisschen so mit YouTube zu tun gehabt durch andere Kanäle. Das heißt, ich mache seit 3,5 bis 4 Jahren YouTube, Alter. Gibt es das überhaupt schon so lange? Mein Gott. Ja, ein Fakt, der mich selber manchmal ein bisschen aufregt, und zwar, ich bin der faulste Mensch der Welt und ich denke, die Leute, die mit mir zu tun haben, die können das bestätigen, denn, also, es gibt Sachen, die ich sofort erledige, wenn ich sie aufkriege, aber es gibt auch richtig viele Situationen, wo ich einfach viel zu faul bin, irgendwas zu machen. Das Problem ist, das ist auch in der Schule so. Das heißt, wenn ich irgendwelche Hausaufgaben aufkriege, mache ich die meistens morgens sogar noch im Bus und nicht abends zu Hause, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist eigentlich relativ dumm, weil so bleibt mir weniger Zeit, aber ich komme irgendwie so durchs Leben. Ich weiß nicht wie, aber ich schaff's irgendwie. So, der 6. Fakt hat auch so ein bisschen mit Schule zu tun. Und zwar nehme ich mir öfters irgendwas vor, aber ich halte mich halt nie dran. Das ist meistens so, irgendwie kennt ihr das, wenn ihr Ferien habt und dann die Schule bald wieder losgeht und ihr euch vornehmt so, ja, jetzt, dieses Jahr mache ich mehr für die Schule. Ich lerne, wenn ich nach Hause komme, mache ich sofort die Hausaufgaben und allgemein will ich so ein bisschen mehr für die Schule tun. Dann hält das irgendwie eine Woche und dann ist das schon wieder vorbei und das ist bei mir in richtig vielen Fällen so und das ist irgendwie blöd. Ich nehme mir immer was vor, denke mir, boah, das machst du jetzt und nach ein paar Wochen denke ich mir so, scheiß drauf, das wirfst du eh wieder hin. So, der 7. Fakt, ich bin so gut wie immer müde und das regt mich selber ein bisschen auf. Wenn ich morgens aufstehe, bin ich richtig müde, obwohl ich genug geschlafen habe. Und nach dem Mittag oder nach der Schule lege ich mich meistens nochmal hin und schlafe, so eine Art Mittagsschlaf, weil ich sonst irgendwie nicht durch den Tag komme. Ich weiß nicht warum. Aber, Bonus-Fakt, gerade bin ich nicht müde. Das ist ein Wunder. Ich bin sehr vergesslich. Den Fakt hatten wir schon. Nicht lustig. Okay. Fakt 10, da bin ich wirklich ehrlich zu euch. Ich habe noch nie, also in keinem Zeitpunkt, mit dem Gedanken gespielt, mit YouTube aufzuhören. Und nein, Fakt 10 ist keine Lüge. Ich bin zwar ein sehr fauler Mensch, doch in einigen Sachen bin ich extrem perfektionell. Das heißt zum Beispiel, bei Videos, YouTube-Videos, sitze ich richtig lange, bis ich so zufrieden bin mit dem Video. Das Ganze ist auch irgendwie, wenn ich irgendein so ein Plakat erstelle und so und ich dann alles drauf habe, aber so merke so, nee, das Plakat sieht einfach nicht gut aus, dann mache ich mir Gedanken, wie ich das Ganze noch irgendwie schöner hinkriege, bis ich endlich zufrieden bin. Das ist in manchen Sachen wirklich so, nur meistens bei den Sachen, die mir selber wichtig sind. Bei Sachen, die ich einfach nicht gerne mache, da ist mir das meistens egal, aber Sachen, die mir wichtig sind, da bin ich sehr perfektionell, muss ich sagen. Fakt 13 ist dazu relativ passend und zwar lade ich keine Videos hoch, mit denen ich nicht zufrieden bin, weil ich selber, also ich muss mich selber unterhalten können mit den Videos, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich gucke mir die Videos an und denke mir so, ja, würde mich das jetzt als Zuschauer ansprechen oder ist das irgendwie nur hingeklatscht und kannst du da noch was verbessern? Meistens schreibt ihr dann auch in die Kommentare, ja, gut geschnitten und das fand ich ziemlich cool und so und das freut mich dann halt selber, weil da wirklich viel Arbeit drin steckt. Das ist echt, an so einem Video sitze ich teils beim Schnitt 1,5 bis 2 Stunden, kommt halt drauf an, welches Video. Und das ist halt wirklich, ich gebe mir halt bei jedem Video extra Mühe und jedes Video soll individuell gestaltet sein. Also, ja, ist echt, ich lade nur Sachen hoch, mit denen ich zufrieden bin. Ja, ich will Danke sagen an euch, dass YouTube gerade so läuft, wie es jetzt ist. Ich freue mich über jeden Zuschauer, der dazukommt, jeder, der kommentiert und jede positive Bewertung. Ich finde das einfach mega cool, wenn man mit der Community zusammenarbeiten kann. Und ich finde, man muss gar nicht 2 Millionen Abonnenten haben, um Spaß zu haben. Nein, ich finde, gerade meine Größe ist auch ziemlich angenehm, weil man halt noch eine überschaubare Zahl von Zuschauern hat, die meisten kennt man davon sogar, das ist sozusagen die Stamm-Community. Und das macht halt richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Das finde ich einfach
Das finde ich toll. Bleibt so, wie ihr seid. Ich bin euch echt dankbar. Ja, Fakt 15. Wenn ich Geld habe oder Geld bekomme, dann weiß ich meistens vorher schon, was ich mir davon kaufen werde. Dementsprechend ist mein Geld meistens ziemlich schnell weg, was blöd ist, weil manchmal braucht man Geld und dann weiß man nicht, scheiße, wo kriege ich jetzt Geld her? Ich brauche das jetzt unbedingt. Ist manchmal echt ein bisschen mies. Mein Lieblingsspiel ist Minecraft. Boah, wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht, ich hätte das wahrscheinlich nicht gedacht von mir, weil ich bringe ja auch zum Glück kaum Minecraft-Videos. Aber auf jeden Fall, Minecraft ist ein super Spiel, extrem abwechslungsreich. Und ich finde einfach die Leute, die sagen, boah, das sind viereckige Kreaturen, die auf sich einschlagen, wo ist der Sinn da dran? Die haben einfach dieses Spiel nicht verstanden. In Minecraft kann man so viel machen, alleine was PvP angeht. Es gibt Straven, es gibt Blockketten, es gibt Angelkombon. Das ist viel mehr als nur einfach draufschlagen. Und ich finde die Leute, die sagen, das ist einfach so ein Klötzchenspiel, so ein Lego-Spiel, die haben einfach keine Ahnung. Die sollten einfach ihren Mund halten und weiter ihr Spiel spielen, weil die haben einfach keine Ahnung, wo der Reiz in Minecraft liegt. Ich würde ultra gerne mal zu Gamescom, aber ich komme einfach nicht nach Köln, weil das einfach zu teuer ist und zu weit weg ist. Meistens ist das zeitlich gar nicht vereinbar. Aber ich nehme mir vor, dass ich das irgendwann mal mache, wenn irgendwie mal Geld da ist oder Zeit da ist oder ich zufällig in Köln zu der Zeit bin. Das wäre ein Mega-Zufall. Aber egal, irgendwann wird sich das ergeben, irgendwann bin ich bei der Gamescom und dann halt auch bei den Videodays, weil das eine hat ja auch mit dem anderen irgendwie irgendwo in irgendeiner Richtung irgendwas zu tun. Wobei ich gut finde, dass die das auch langsam nach Berlin verlagern, weil nach Berlin komme ich natürlich viel schneller. Ich würde nicht nur gerne zu Gamescom reisen, ich würde gerne einfach mal um die ganze Welt reisen. Ich meine jetzt nicht so eine Weltreise, muss nicht unbedingt sein, aber wenn die Möglichkeit besteht, halt immer mal irgendwo hinreisen, einfach mal nach Amerika, mal nach Asien, um herauszufinden, wie die da so leben. Das finde ich einfach mega interessant und das ist ein mega geiles Gefühl, wenn man einfach woanders hinreist. Kommt das jetzt in der Schulzeit zu kurz, aber ich denke, später besteht da genug Möglichkeit. Wenn wir jetzt schon bei der Zukunft sind, dann kann ich auch gleich einfach mal sagen, was ich später machen will. Also ich habe ja gesagt, ich will mein Abitur abschließen und will dann irgendwas im Medienbereich studieren. Ich weiß noch nicht genau was, weil es ist oft so, dass man, wenn man irgendwas im Medienbereich studiert, dass man dann halt Probleme hat, einen Job zu finden. Deswegen muss ich halt gucken, welchen Ast ich studiere. Auf jeden Fall will ich irgendwas mit den Medien machen, was ich halt am besten kann. Weil ich muss sagen, ich habe ja schon relativ Vorerfahrung mit Photoshop, mit irgendwelchen Schnittprogrammen. Und das hilft mir auf jeden Fall ziemlich weiter. Und das ist das, was mir Spaß macht. Deswegen will ich das auch in meiner Zukunft machen. Ich liebe Pizza. Ich bin Vegetarier. Das schränkt mich zwar in mancher Hinsicht ein, das heißt, ich kann nicht alles essen, worauf ich mal Lust habe, aber ich mache das jetzt schon seit 10 Monaten, bin ich jetzt Vegetarier und ich muss sagen, mir gefällt es irgendwie. Ich könnte jederzeit wieder sagen, ja, ich esse jetzt wieder Fleisch, aber ich weiß nicht, ich brauche Fleisch jetzt nicht für mich persönlich und deswegen genieße ich den Lebensstil eines Vegetariers. Ich habe 2 Katzen. Warum habe ich 3 gezeigt? Ich weiß nicht. Ja, ich habe selber 2 Katzen, aber ich bin froh, dass ich Katzen habe, weil ich bin nicht so ein Hundefan. Sicherlich gibt es auch coole Hunde und Hunde können auch richtig tolle Tiere sein, aber oft habe ich auch immer nur negative Seiten von Hunden zu spüren bekommen, deswegen bin ich eher Katzen als Hundtyp. Ich habe seit fast einem Jahr einen kleinen Bruder und dann anfangs dachte ich so, das wird irgendwie komisch, weil 15 Jahre Einzelkind zu sein und dann plötzlich einen Bruder zu bekommen, das ist mega komisch und mega was Neues, aber ich finde es richtig toll, weil so ein kleines Kind, was dich anlacht, wenn du nach Hause kommst, das ist irgendwie das schönste Gefühl, was du haben kannst. Deswegen finde ich das einfach mega toll. Wer hätte es gedacht, aber ich liebe Longboardfahren. Natürlich liebe ich das, weil sonst hätte ich keine Tour nach Berlin gemacht, aber ich finde, Longboardfahren ist halt so ein Gefühl von Freiheit. Am liebsten fahre ich nachts irgendwie durch so leere Straßen, wo man einfach durchfahren kann, ohne irgendwie auf die Autos zu achten. Einfach nachts, das ist so ein mega geiles Gefühl, weil ich fahre einfach gerne nachts, das ist einfach geil. Wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich später wohnen möchte, dann würde ich auf jeden Fall Hamburg nehmen. Ich war vor kurzem erst in Hamburg und habe mir das Ganze nochmal angeguckt und das wäre auf jeden Fall eine schöne Stadt, wo ich einfach leben könnte. Ist natürlich preisintensiv. London, ich sag schon London, aber es ist Hamburg.
Hamburg ist natürlich relativ preisintensiv, aber trotzdem ist es eine schöne Stadt und ja, wenn ich die Möglichkeit habe, dann würde ich gerne nach Hamburg ziehen. Meine Lieblingstechnikmarke, also Elektronenmarke, zum Beispiel Tastatur, Maus und so, ist Rocket. Fakt 27 ist kein Product Placement, auch wenn es schön wäre. Ich würde so gerne ein Deal mit Rocket haben, weil ich Rocket einfach schon immer feiere. Aber auf jeden Fall, Rocket-Produkte sind für mich die besten Produkte, finde ich. Und ich verlinke das einfach mal unten in der Beschreibung, da könnt ihr vorbeigucken. Und falls ihr gerade eine Tastatur, eine Maus oder irgendwelche Kopfhörer sucht, dann könnt ihr da vorbeigucken, dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Fakt 29, ich nehme schon über 20 Minuten auf, obwohl ich hier nur ein paar Fakten genannt habe und ich muss das Ganze wieder runterschneiden. Das wird wieder ein großer Spaß beim Schnitt, wobei es macht mir ja wirklich Spaß. Und der letzte Fakt ist natürlich jetzt kein richtiger Fakt, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass ihr euch diese 30 Fakten über mich gegeben habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Ihr kennt mich jetzt ein bisschen besser, so ein paar Sachen, wie ich so ticke, was ich so denke. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und ciao.